Hallo Klickenabendler, wir sind hier bei Game Factory. Neben mir sitzt der Rolf. Hallo Rolf. Hallo Klickenabendler. Jetzt haben wir die nächste Neuheit, Tubirind oder Tubirind. Ich weiß gar nicht, wie man es richtig ausspricht. Also ich würde sagen Tubirind. Tubirind. Ja. Es ist ein Familienspiel, 8 Jahre, 20 Minuten und ich kann Solo spielen. Ich kann es aber, und da war ich extra erstaunt, da habe ich zweimal hinschauen müssen, bis zu 6 Spieler. Bevor wir einblenden im Prinzip und nochmal zeigen, wie das läuft, um was geht es denn grob in diesem Spiel? Sieht ja schon mal auch optisch schön aus. Geht wohl um Röhren. Es geht um Wasserleitungen. Wir müssen Wasserleitungen legen. Und zwar machen wir das unter einem gewissen Zeitdruck und alle gleichzeitig. Also ein kollektiver Logikpuzzler im weitesten Sinne. Okay. Halten wir uns länger drauf auf, packen wir es aus und schauen mal, was drin steckt. Genau, Wassermarsch, sage ich da. Ne? Perfekt. Rolf, wenn ich jetzt hier die Röhren ziehe, das Tableau ziehe, hier Wassermarsch ziehe, eigentlich will ich gleich anfangen, aber ein paar Worte, vielleicht ein paar Abläufe doch noch, auch wenn es schon juckt in den Fingern. Ja, ist eigentlich ganz einfach und eben selbst erklären, ja, wir müssen eine Wasserleitung bauen vom Anfangspunkt zum Endpunkt oder vom Anfangspunkt zum Endpunkt so. Dabei dürfen wir auf keinen Fall irgendwelche Gegenstände überbauen. Wir müssen Minimum 5 der 7 Teile benutzen. Es ist besser, man benutzt mehr, weil das dann bei der Punktewertung einen Vorteil darstellt. Ich sehe, der Jörg ist ein absolutes Naturtalent. Jawohl, ja. Die Mitspieler wären jetzt vermutlich frustriert und würden denken, wie kann das sein? Das ist aber ein gutes Beispiel, weil jetzt würde nämlich... Aber ich habe 3 übrig, ich glaube... Ja, das war nicht ganz ideal, ne? Genau. Ja, das reicht natürlich, das darfst du gar nicht, ne? Ich muss, glaube ich, 5. Richtig, ja, das habe ich natürlich nicht gesehen. Okay, aber hättest du jetzt tatsächlich schon 5 verbaut, dann hättest du gesagt, Wassermarsch, ne? Die Sandu wäre umgedreht worden und nun hätten deine Mitspieler einen richtigen Stress. Weil jetzt haben sie nur noch 1 Minute Zeit, ihr eigenes Tableau, bei mir sieht es ja noch ziemlich jungfräulich aus, zu bauen. Und auch noch eine Wasserleitung hinzubekommen. Auch noch wichtig, man darf solche Wasserleitungen haben, die da ins Nirgends führen. Wichtig auch noch, man darf nicht einfach Teile einbauen, die völlig unnötig sind. Nur damit man alle Teile gebaut hat. Mhm. Das gibt es noch zu sagen. Wenn die Minute um ist, was jetzt passiert ist, ne, und du hättest die Leitung gehabt, dann bekommst du für jedes Bauteil einen Punkt. Mhm. Der zweite Spieler, der das hinkriegt, bekommt auch einen Punkt, -1, weil er Zweiter ist. Das sieht man hier, dafür ist schon genau, die Punkteleiste. Richtig. Und solltest du keine Leitung hingekriegt haben, bekommst du für jedes nicht verwendete Bauteil des Erstplatzierten noch einen Punkt. Und anfänglich habe ich erwähnt, man kann Solo spielen. Es gibt ja viele, also ich knobel da auch gern, ich mag Logikspiele. Man kann es mit mehr spielen und was für mich wichtig ist, man sieht es jetzt gar nicht, wir nehmen mal gerade mal hier den ganzen Stapel, also was man hier sieht an Karten, an Tableaus, wie viel hast du gesagt? 80? 80 Challenges sind es. 80, mal leichter, mal schwieriger. Ich würde einfach sagen, lasst euch einfach überraschen wahrscheinlich. Das ist grundsätzlich richtig. Man hat ganz bewusst nirgends eine Indikation gemacht, weder eine Nummerierung noch irgendetwas, damit man sich nicht auswendig lernen kann. Der Schwierigkeitsgrad ist sehr, sehr unterschiedlich, ist richtig. Wobei es nicht so unterschiedlich, dass das im Spiel dann ein Problem darstellt, weil es ist so, man spielt seine Vorderseite, die nächste Runde mit der Rückseite und dann geht es einmal rechts rum oder links rum, je nachdem, wie man dann spielt. Und erst wenn alle Spieler einmal beide Seiten jedes Tableau gespielt haben, kommen neue Tableaus in die Runde. So ist auch eine Ausgeglichenheit unter den Spielern garantiert. Und zum Abschluss nochmal, man sieht hier das Material, was wir jetzt hier 2 aufgebaut haben. Es gibt natürlich noch das Material für die anderen Spieler, das sieht man jetzt hier nicht auf dem Tisch. Und abschließende Frage, wann gibt es das Spiel im Handel? Das Spiel wird, ich denke, Anfangs März im Handel sein. Und ab dann kann man gemeinsam Wasserleitungen bauen. Okay. Danke dir. Danke dir.